Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ars Reiter und wir sind in Folge 298 von Simutrans. Ja, wir haben letztes Mal Milch und Eier gehabt. Ja, die Milch macht's, ne, hatten wir gesagt. Und die läuft auch erstmal. Wir nehmen die Falltasten und nicht WASD, ne? Und ja, dann gucken wir mal. Hier unten sind dann auch die Milch-LKW, die hatten wir ja kontrolliert, die laufen. Jetzt müssen wir wieder in der Liste am besten gucken wohl und schauen, was wir als nächstes aufs Korn nehmen. Wartend, absteigend. Döbenwald, Weghafen war das hier, ne? Da haben wir jetzt reingeguckt gehabt. Sackpost und so. Und die flüssige Milch, mehr war da nicht. Gut, dann nehmen wir den nächsten. Sonderhausen, Rosenweg, da gibt es bis uns viele Leute. Und sonst glaubt nichts, ne? Oder wird da noch was anderes gemacht? Sackpost, auch klar. Ne, da gibt's nichts. Und Altenau, Wein, wir können ja immer hingehen, ne? Das ist hier. Weiherstraße, Hafen über Döbeln, Haltweg, Hafen. Okay, der fährt hier mit dem Intercity durch. Und das sind dann 8000 Leute, die da warten und dahin wollen, oder was? Sonderhausen, Rosenweg ist das, naja. Wenn es denn Intercity ist, aber das war es keiner, ne? Da sind ja diese Züge hier. Habe ich ein Kartenspiel damals gehabt, ne? Da war das mit drauf. Irgendwie kriege ich den nicht. So, jetzt habe ich ihn. Ja, und der fährt jetzt 166 von da hinten nach hier und den Rest fängt er zurück an, oder nicht? So, 183 wieder voll. Und die werden ja gar nicht weniger, das ist das Problem dann, ne? Er fährt auf jeden Fall plus ein, also ich denke mal, wir sollten vielleicht dann noch jemanden mehr draufstecken und wie schnell darf denn der oder fährt denn der maximal 200 km/h? Dann würde ich sagen, gucken wir mal ins Depot, dass wir da vielleicht was hinkriegen. Wo war das Depot? Ne, es müsste hier so sein. Ja, da ist es, gleich kommt. Dann müssen wir auf Döbeln, Sonderhausen noch Fahrzeuge setzen, damit das weniger wird. Da ist es. So. Passagierzüge ist richtig. Den wir da hatten, der ist ja jetzt nicht mehr hier. Was ist das denn hier für ein kleines Teil? GTB Mittelwagen. 120. Nee, wir wollen jetzt hier richtig Geschwindigkeit haben, ne? Kann man sie eingrenzen? Nee. Elektrotraktion. Ah, hier sind neue Züge, die dann auch schneller können, wie 250 km zum Beispiel. C1, C3, Schlusswagen. Wo ist denn? Ach, hier ist der erste, okay. 368, was braucht denn der erste hier? 644, also ist der tatsächlich sogar günstiger. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Ist das hier ein Bordrestaurant? Nö. Elektrisch. Ach, das ist 1. Halt, dann machen wir das so und das Ganze machen wir dann doppelt, oder? Ach, hier ist der EC3-Wagen. Warte mal, dann nehmen wir den nochmal zurück. Und hier ist EC3-Wagen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir machen das mal mit 3, oder? Wie wir sind dann da? Oh, kostet ganz schön viel, ne? Oh, 330 km/h, sind unsere Gleise gar nicht so schnell wahrscheinlich. 1840 kostet der Spaß. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, ne? Die S-Bahn hier, das ist auch cool. Fährt 100. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir auf der Strecke den ECE rasen lassen. Als Doppelzug denke ich mal nicht, oder doch? Wäre noch nie Möglichkeit, ne? Also so ein noch. Dann noch so. 2 und dann den Endzug. Haltlänge 9. So, Fahrplan hatten wir Döbeln-Sonderhausen gesagt. Wir hauen da mal richtig Geld gerade raus und verdoppeln das. Und starten die beide. So, der erste, wenn er raus ist, ist okay. Der fährt jetzt nach Döbeln-Waldweghafen und den zweiten, der ja auf freier Strecke wartet, da kommt er. Ach, da oben habe ich ihn doch schon.
Nee, doch. Sondershausen-Rosenweg fährt er sofort hin. Dann haben wir die nicht auf dem gleichen Weg. 680 Passagiere ist schon mal eine Hausnummer. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Mach den mal weg. Gib mal die Linie und da können wir dann was ausmustern auf Dauer, oder? Die sind ja auch schon veraltet, ne? Wie wir können die denn transportieren? Das habe ich gar nicht geguckt. 192, das ist 680 oder was war das hier, ne? Ja, 680. Das sind mehr wie dreimal so viel wie die. Das heißt, das sind 6 Züge. Ja, das ist sogar ein Zug mehr. Und Kapazität sogar noch jeweils rund 90 dazu oder sogar mehr. Das bedeutet, diese hier haben ja alle Gewinn gemacht. Die können jetzt ausgemustert werden. Wie war das jetzt? Na, wäre gut geklappt, ich hätte mal vielleicht. Sehen wir gleich, ne? Das war der. Das ist der dritte. Den muss dann mal auch raus. Und das ist der fünfte dann. So, werden alle ausgemustert, alles ist gut dann, ne? Kommt schon einer an da oben, der ist jetzt weg. Wunderbar, nur noch 4. Da unten kommt der nächste an, der ist dann auch weg. Der erste hat schon geladen. Krass, aber leider nicht voll. Da waren es nur noch 3. Der müsste gleich in Döbeln ankommen, so wie das aussieht. Die sind mittig unterwegs. Oh, langsamer Zug hat Vorrang, alles klar. Hier können wir zumachen. Hier kann auch zu, das war noch offen, weil ich wieder mich verklickt habe wahrscheinlich. Der kommt nirgendwo an. 482 und 295. Aber die müssten voll sein gleich, ne, oder? Vertue ich mich da. Noch einer weniger. Was haben die denn? Oh, 11,92 und die haben 36. Dreimal so teuer. Aber dafür sind sie auch anderthalb mal so schnell, oder? Ich hoffe, das war nicht eine Fehlentscheidung. So, der ist jetzt auch gleich weg. Da ist die Linie sauber. Was man so sauber nennt, ne? Gut. Ja, dann können wir das hier erstmal zumachen. Ich will hoffen, dass der auf der anderen Seite dann voll wird. Es wundert mich jetzt, dass der hier nur 482 hat. Ja, der 27.000, der 18.000 Miese. Und das war wo? Hier, ne? Aber das ist alles über Döbeln, also die hätten da definitiv einsteigen können. Der ist jetzt gleich da. Maximal, ach, der fährt nur 210 wegen den Gleisen. Da müssen wir jetzt definitiv dran arbeiten, ne? Da brauchen wir jetzt hoch Geschwindigkeitsgleise, die wir gar nicht haben, oder wie sehe ich das? 200, noch da, 350, ich wollte schon gerade sagen, ne? Gut, das bedeutet, wir müssen da jetzt erstmal dran arbeiten, dass das besser wird, ne? Hier so mit Betonschwellen und so ist das, oder?
Kann man da sehen, dass der schneller wird gleich? Ne, warte mal, wir müssen das... sonst shit, letzten Zug zurück, geht das? Ich glaube nicht. Aber klar, ne, dass das schief geht. Oh, das ist mein Lieblingsding. Ja, das hat aber glücklich geklappt, ne? So, nochmal die 350er. Weiß gar nicht, geht das so? Ja, irgendwie nicht. Hier will er nicht an den Weichen vorbei, oder was? Okay. Hat es auch nicht so ganz geklappt, oder wie sehe ich das? Achso, da hat man nur ein kleines Stück gebaut. Okay, da hat es wieder hier super geklappt mit dem Gleisbau. Krass, oder? Ja, noch besser hier. Na super! Das war jetzt wieder der Bingo. Nein, 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 nein. Und jetzt dieses hier weg. Jetzt hat es geklappt, oder? Aber schlimmer ging es nicht mehr, oder? So, auf ein neues probieren. Wieso geht der jetzt da lang und nicht da lang, ey? Meine Güte, das war jetzt richtig doof, oder? Ah. Da hat's jetzt auch hingehauen. Das sieht schon mal gut erstmal aus, oder? Kosten sind natürlich jetzt über 100.000 Miese da unten schon geworden. Aber das muss. Aber ich glaube, ich habe das falsche Gleis gebaut, oder? Könnte sein. Naja, dann kann da auch der Güterzug mit 350 Sachen langfahren, ne? Dann ist das so. Das hat auch wieder geklappt. Okay, auf ein neues. Interessante Kreuzung jetzt hier, aber ist halt so. Na, super. Das ist fertig. Das kann nicht sein, oder? Ich mag's nicht.
Warum baut der so doof? Sagt mir das einer. Oh, das geht gar nicht, oder? Warum sagt mir das? Simotrans ist da wieder mal richtig ausgereift, ne? Vielleicht sollte ich das ziehen machen und nicht anders. Jetzt ist wahrscheinlich noch das nächste, was mir gerade so auffällt, dass wir wahrscheinlich hier gar nicht Oberleitung bis 350 km/h haben, ne? Ah, doch, ich glaube, es sind die richtigen. Schnell! Okay, er konnte da noch vorbeifahren. So, das hat geklappt. Jetzt müssen wir mal schnell die Stromleitung noch wieder reparieren. Wo war sie? Da? Oder da? So. Jetzt sieht's gut aus, oder nicht? Jetzt sieht's hier doof aus. Ich glaube, es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und der bedeutet, die andere ist wieder nur bis 280 oder sowas. Okay, dann müssen wir da gleich auch noch dran arbeiten. Na dann, man, Prost Mahlzeit. So, ziehen wir das mal so lang. Na, nee, so nicht. Hier hat es auch gut geklappt, sehe ich gerade. Auch so ein schickes Stück Gleis. Boah, und wie weit? Wie weit? Simotrans, du hast mich wieder sehr überrascht. Durch das an. Bis dahin, ey. Boah. Das macht Spaß, das jetzt wegzumachen, ne? Ja, und jetzt ist schon kaputt da. Wo ist es da? Leitung. Der ruckelt der Zug, das liegt aber daran, dass das hier so toll ist. Boah, das dauert ewig, bis ich da fertig bin, ne? Ne, will ich nicht mehr ausschalten. Ich glaube, die Signale sind dann auch alle gleich gekillt, ne? Das hat geklappt. Da kommt er schon und kann nicht weiterfahren. Schnell. Stromleitung. Jetzt geht's weiter.
Ah, das ist jetzt ein Zug, deswegen geht's nicht. Bin froh, dass ich die Straßenbrücke nicht dabei eingerissen habe, ne? Ich glaube, wir kommen dem Ziel nahe. Da ist die Kurve und da ist es weg dann. Okay, das bleibt so. Jetzt müssen wir nur wieder die 350 km/h Gleise nehmen und ordentlich hier hinbauen, in der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das war zu weit, komm, mach mal dieses Fenster hier zu. Oder schieb's noch da unten. So, und dann sind wir bis hier. Wie schnell fahren die denn jetzt hier? 210 nur. Der hier fährt nur 160. 210, das heißt Oberleitung schlecht, ne? Oh nee, ne, da ist das gleiche nochmal in grün, oder wie sehe ich das? Wie weit ist denn das? Ah, zum Glück nicht so viel. Oh. Das macht richtig Spaß. Shit. Einmal bitte reparieren. Schnell die Oberleitung bauen. Warte mal, der kommt jetzt hier gleich lang, ne? Fährt wie schnell? 210 nur. Da müsste er hier ja Gas machen, oder? Die 350 sind da. Können wir das noch nehmen und wieder hier weiter abreißen. So, jetzt habe ich nicht gesehen, dass er schneller geworden ist. Der kann doch 330, warum fährt er nur 210? Komisch. Immer noch 210. Ich habe doch das Gleis mit 350 hier. Und dann habe ich die Oberleitung hier mit 350. Naja, wir werden sehen, wann es besser wird. Lass uns erst hier bis im Bahnhof weiter den Abschnitt bauen. Ja, komm, wenn, dann machen wir jetzt bis hier hinten. So ist erstmal gut. Und das hier ist doch gar nicht lang genug, ne? Das ist nur ein 6er halt, wir brauchen mehr. Na super, dann müssen wir das auch noch ändern. Ja. Ich hätte gerne einen ordentlichen schicken ICE halt. Bau, Glasdach. Ist das das?
Schauen wir mal. Nee, war es nicht, aber ist auch nicht so schlimm. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen auch das Depot versetzen. Also da wissen wir schon mal, warum die Züge nicht voll sind, ne? Da ist das schon mal geklärt, ne? So, Lokschuppen. Ist das auch einer? Bahndepot. Ah, das sieht auch viel geiler aus, oder? ja, komm, hier, zack. So. Und so. Und wo war's? So, nicht vergessen. Strom ist drinne. Jetzt kommt da einer. Habe ich jetzt nicht gesehen, wie schnell der da war. Der musste da aber eigentlich schneller sein. So, aber warte mal, hat der nicht so eine Haltlänge, die ich jetzt hier... Der passte doch gerade rein, oder? War das gar nicht Haltlänge 10? Oh, jetzt gucken wir erstmal, wie schnell er fährt. 210. Doch, jetzt geht er auf Gas. Da habt ihr das kurz gesehen. Aber er muss halt eine lange Strecke, die Strecke dafür haben, damit er das macht, ne? Okay, dann wissen wir da Bescheid. Kriegen wir gleich alles hin. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir gehen erstmal da hinten hin. Zum anderen Ende. Nach Döbeln. Und haben da das Problem, dass wir gleich sehen, dass da gar nicht die Haltlänge hingeht. Oder? Wo war denn jetzt der ICE-Bahnhof? Doch, der ist da, ne? Ne, die fahren hier rein, ne? Da ist er lang genug, oder wie sehe ich das? 680 hat er. Der hat also die Länge voll gekriegt, das passt. Gut, 350 hier haben wir, jetzt müssen wir noch die Oberleitung anpassen. Okay, der hat irgendwo die Schleife gemacht. Ich glaube, das ist jetzt alles 380, 200, ne, 350. Wo ist er jetzt hier mit? 330 fährt er jetzt auch hier. Gut, schauen wir mal jetzt hier weiter. Ist das schon die volle Geschwindigkeit hier? Ich glaube schon, ne? Okay. Ja, hier sieht es noch ein bisschen schick aus. Da müssen wir noch was dran arbeiten, sehe ich gerade. Selbst das Gleis ist hier noch nicht fertig geworden. Das passt schon mal. Und hier müssen wir noch ein bisschen was wegreißen. Das ist ja noch okay, aber das hier nicht. So passt es. Hier ist die Oberleitung, glaube ich, auch noch nicht korrekt. Okay, da war es auch noch nicht. Das heißt, wir müssen noch von da nach da. Er fährt jetzt hier unten mit 330 km/h lang. Sehr gut. Okay. Ich glaube, da ist jetzt alles passend. Das sieht erstmal gut aus. Das ist auch okay jetzt. Hier passt es noch nicht. Das haben wir auch abgedatet. Ich glaube, hier bis zum Signal ist es dann auch durch. Das ist auch okay. Das ist okay. Dann ist hier wieder...
Okay. Da gibt es keine Signale, deswegen macht er das anders, so wie er es möchte. Hat er gemacht. Hat er auch weitergemacht. Passt erstmal. Ich glaube, hier muss noch was gemacht werden. Irgendwo, da fehlt noch ein Stück. Jetzt blitzt er mit 330 da lang, ne? Ja. Jetzt können wir hier noch gucken. Hier ist mit Signalen, deswegen geht das auch so. Ich glaube, jetzt passt es hier, ne? Ja. Sieht erstmal gut aus. Okay, hier passt die Schiene noch nicht. Da ist jetzt gut. Oberleitung sind da gut. Hier aber noch nicht so ganz, oder? Jetzt haben wir natürlich hier zwei Dingens, aber ist auch egal. Zwei Depots. So, und jetzt fahren wir mit einem mit. Der hat jetzt 330 drauf. Ja. Hier in der Kurve wird er langsamer wegen der Kurve, oder? Steigung, okay. Kommt wieder auf 330, aber da ist die Kurve und dann wird er wieder langsamer. Steigung passt erstmal. Sieht gut aus. Entlädt 345 und lädt 630. Sind da jetzt mit mal nicht mehr so viele? Oder wo ist unser Problem? Ist der länger wie der andere? 680, 680. Müssen wir gleich nochmal gucken. Muss jetzt aber erstmal hier schnell checken. Oh, wir sind schon bei über einer halben Stunde, ey. Ich wollte doch nicht so lange machen. Wie Sinmotrans so ist, ne? Auch so ein Spiel, was die Zeit raubt, ne? So. Zack. Ich habe überall das ganz schnell gesehen. Hier aus dem Bahnhof noch mit 160 raus, ist okay, denke ich mal. Und hier müsste es jetzt schon abgehen. Ach, guck mal, er fährt doch das Außengleich. Dann fährt er da nicht schneller wie 200. Ne, 300. 30 kann er da auch. Haben wir doch das oberleitungstechnisch auch richtig gemacht? Okay. Da muss er immer irgendwie auf einen Zug warten, der davor wegfährt. Der da war's. Also der fährt schon Plus, ne? Dann wird der auch ins Plus kommen. Brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. So, aber ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Werdet ihr noch genauer, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.